Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 24. März 2023. Ja, am Faro, am Leuchtturm, und wir schauen erstmal auf die Wellen, weil das sieht sehr, sehr schön aus. Es ist ganz schön warm, knapp unter 30 Grad. Und ich nehme an, das ist auch nicht so viel unterwegs heute. Wird einige Menschen davon abhalten, dann hierher zu kommen. Das versteht man auch, denn es ist doch, um in der Sonne zu laufen, ziemlich warm. Ja, schaut euch an, wie schön hier am Faro. Es ist ja hier abgesperrt, ich zeig's euch gleich. Ja, da kann man gar nicht weg von den schönen Wellen hier. Schaut euch an, wie die hier kommen, ankommen. Ja, wunderschön. Es ist ein bisschen windig, aber es geht gerade noch ohne zusätzliches Mikro. So, und ich schaue jetzt mal ein bisschen in Richtung Pasito Blanco. Ja, gefragt wurde ich auch gestern, was die Silhouette von den Hochhäusern ist. Das ist das Zementwerk, was auch weiterhin hier im Betrieb bleibt. So, damit meint man das, was ihr da hinten seht. Und hier rechts dann Pasito Blanco. Schaut euch an, was da für schöne Wellen kommen. Ja, viel Feuchtigkeit hier in der Luft. Man spürt es, man riecht es, man fühlt es. Ja, es riecht ein bisschen, aber das ist hier auch der Dünger, der hier mit verwendet wurde, hier auf unserem Rasen. Das ist nicht nur die Schlacke, die verwendet wurde, sondern es wurde mit ein bisschen Dünger gemischt. Ja, schon alleine. Deswegen hat sich der Ausflug wieder gelohnt hier. Wunderschön. Ja, es ist ja auch hier jetzt gesperrt. Man muss um den Turm herum gehen. Das heißt, wenn ihr jetzt weiter wollt zum Strand, dann um das Gebäude hier links rum, geradeaus zum Faro und dann da hinten wieder rechts. Und dann seid ihr genau vis-à-vis vom Leuchtturm. Wir wurden gefragt, wie lange die Baustelle jetzt dann andauern wird. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass da alles in Planung war. Und zwar geht es um die ganze Eisenkonstruktion, um Versorgungsleitungen und Antennen und dann eben um die Kuppel, das Dach selber. Wir werden sehen, wie lange es dauert. Ja, und dann setzen wir uns hier am besten hin. Das ist am bequemsten.
und schauen hier den Naturgewalten zu. Ja, einfach nur schön, dass man da so belohnt wird jetzt hier mit einem schönen Blick. Ja, und hier im Schatten vom Faro kann man jetzt nicht gerade sagen. Und wir sind hier aber ja trotzdem zufrieden, dass wir hier sind. Ja. So, und die ersten Gäste, hallo, mit wem spreche ich denn? Mit Viola. Viola und? Armin. Armin, wir haben uns gerade schon unterhalten, ihr seid 25 Jahre oder schon 25 Mal hier. Ja. Und ist schön hier. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Kann nur jeden empfehlen. Wir haben uns vor einem Jahr schon getroffen auf einer Fahrt nach Las Palmas zum Tapas-Essen. Und gerade mit dem Haus Glatte, genau, und dann waren wir da unterwegs. Ja, schön, dass ihr hier seid, dass ihr auch wieder den Weg gefunden habt. Ja, danke schön. Und du sagst also, Gran Canaria ist immer eine Reise wert. Immer eine Reise wert, ja. Möchte dir jemanden grüßen? Ja, wir grüßen alle, die ganze Familie und alle, die uns kennen. Alle, die uns kennen, grüßen wir ganz lieb von hier. Ganz gleich, wo sie sind auf der Weg. Gut, dann recht herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Und wir sind ja noch ein bisschen hier. Ja, natürlich. Hallo, guten Tag. Mit wem spreche ich denn? Ich bin der Ulrich aus Oberhausen. Ulrich aus Oberhausen. Ja. Da kannte ich mal jemanden. In der Babcock-Allee fällt mir gerade ein. Ja, Babcock ist ein Begriff. Ist ein Begriff. Uli, und du sagst einfach mal, ich möchte mal hier jemanden grüßen. Ja, ich möchte gerne meine Schwester grüßen. Ursula, die ist zurzeit auf Ägypten. In Ägypten, ja. Ja, aber leider ein bisschen krank. Ich wünsche ihr gute Besserung und ich hoffe, dass sie das Video auch vielleicht sehen kann. Wenn nicht, dann musst du ein bisschen nachhelfen. Ja, auf jeden Fall. Wo wohnst du hier? Ich bin in Playa Bonita. Ja, das ist in der Nähe von Tropical, das Shoppingcenter. Genau, ich kenne das, jawohl. Da bin ich untergebracht. Und bist hierher gelaufen, gefahren? Ich bin jetzt mit der Taxi gekommen. Ich möchte gerne wieder mit dem Bus zurückfahren, aber ich weiß gar nicht genau, welche Busnummer. Das wirst du da vorne erfahren. Ja, dann wünschen wir gute Besserung und mach's gut. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke. Tschüss. Auch. Ja, wiedersehen. Vielleicht sehen wir uns noch. So, und wir kennen uns schon länger, ja? Von gestern Abend zum Beispiel. Mit wem spreche ich denn? Harry. Ich bin die Gisela. Und ich bin der Benno. Der Benno, ja, wir haben auch schon mal miteinander gesprochen. Genau. Gestern hat viel Spaß gemacht. Ja, super. Beim Lucky sowieso immer ganz, ganz schön. Ist immer schön, ne? Ja. Also auch wieder überraschend mit dem Sänger, mit dem Gastsänger. Ja, ganz schön. Muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ja. Wir kommen heute das letzte Mal. Wir haben ja überwintert. Seit 6. Januar sind wir hier. Eine Woche haben wir noch. Und wir haben schon wieder für nächstes Jahr gebucht. Habt wieder gebucht, klar. Wir wohnen beim Peter Schneider im Astrid. Genau, Astrid in der Nähe der Sita. Ja. Wunderbar. Und hat da wieder gebucht. Ja. Gleich wieder gebucht, genau. Habt ihr dann wieder den gleichen Bungalow höchstwahrscheinlich? Gleiche Bungalow. Gleiche Bungalow wieder reserviert für nächstes Jahr. Gleiche Nachbarn, alles. Ja. Wunderbar. So, noch jemanden grüßen? Wir möchten grüßen alle die Leute, die uns kennen und besonders Thomas und Nathalie. Und wir freuen uns schon aufs Wiedersehen. Gut, dann. Und auch, dass wir Harry wiedersehen. Ja, und wir wisst ja wo, ne? Wir haben auch noch was in eigener Sache. Ja. Wir brauchen keine Therapie. Wir brauchen nur Gran Canaria. Gut. In diesem Sinne, Harry, wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Dankeschön fürs Kommen und dann gute Reise. Und wir bleiben ja durch den Kanal in Kontakt. Sowieso. Und die Aufkleber sind an jedem Auto, am Moped, an allem. Ja. Wunderbar. Dankeschön. Ciao, Harry. Tschüss. Danke. Tschüss. So, und hier haben wir eine ganz schnelle Frau unterwegs hier. Mit wem spreche ich denn? Hallo, Harry, ich bin die Anja
aus Lippstadt und wir hatten vor Weihnachten schon mal das Vergnügen, da ich ja 5 Monate Fünf Monate, ja, ich habe mich jetzt gewundert und zwar, du bist hier motorisiert, ich zeige das mal. Das ist aber noch ziemlich neu, das Gerät. Ja, den habe ich gekauft Anfang Januar in San Fernando, wenn man die Straße runterfährt nach Bella Vista, ne? Na nee, die Straße runter nach Lidl fährt. Jawohl, auf der rechten Seite. Genau. Und da habe ich den gekauft. Der hat alle verschiedene Modelle, der bietet Service an. Ich kenne den Laden, ja. Der hat auch Fahrräder, ne? Ja, aber der macht sehr viel mit Roller. Mit Roller. Ja. So, und du stellst den dann unter oder verkaufst du den? Nein, der wird untergestellt. Da, wo ich wohne, kommt er in den Keller für die 7 Monate, die ich in Deutschland bin. Und wenn ich wiederkomme, dann wird er wieder. So, ja, wunderbar. Also schönes Gerät. Jetzt fragen wir noch, was er gekostet hat. Ich habe für das Gerät so hier 520 Euro. 520. Bezahlt. Hast einen Ansprechpartner, einen Händler. Sieht ja ganz gut aus, macht eine sehr gute Figur. Helm dabei für die Überlandsfahrten. Ja, auf jeden Fall. Hier ist ja auch Helmpflicht. Ja. Halten sich zwar nicht alle dran, aber. Aber ich denke mal, es sollten man aufrufen, wir starten heute, setzt Helme auf. Es ist nicht ungefährlich, hier zu fahren. Genau. Möchtest du jemanden grüßen? Ich habe eigentlich schon gegrüßt. Ich grüße jetzt nur mal Marlis. Die kommt morgen hier nach Las Palmas mit dem Flugzeug und dann bringe ich sie zum Seehafen, weil die dann morgen Abend mit dem Schiff mit der AIDA die Kanarenrundfahrt machen. Gut, auch was Schönes. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Kommen, fürs Vorbeischauen und ja, mach's gut. Wir sehen uns spätestens. Wann geht's zurück? Ich fliege jetzt am 4. April zurück und komme am 20. November wieder zurück. Alles klar. Nach hier. Okay, wunderbar. Schönen Dank Harry, fürs Kommen. Schönen Dank. Tschüss. So, und wir haben uns schon mal beim Zipf gesehen, wir haben uns schon mal unterwegs gesehen. Beim Luigi haben wir uns gesehen. Ja, und hier, hallo, und die Brigitte und der Sigi. Ja, und wir sind ja auch fast Nachbarn, ihr seid mit dem Fahrrad hier, E-Fahrrad. Ja, immer wieder schön hier, ne? Genau, und ist extrem warm jetzt. Wir haben es erwartet und jetzt sagen wir, jetzt ist es fast zu warm. Genau. Aber wie gesagt, nächste Woche haben wir die Temperaturen auch normal, aber dann soll es ja wieder... Soll es wieder runtergehen. Genau. Genau, wir haben gerade einen Bericht gesehen, dass es jetzt extrem warm werden soll und dann soll es aber wieder in die andere Richtung gehen. Ja. Ja, möchte dir jemanden grüßen? Ja, alle Hinterbliebenen in Aalen und in Beckum und an die ehemaligen Arbeitskollegen in Deutschland. Und alle, die euch kennen... Meine Enkelkinder, meine Tochter und meine schwangere Enkelkind, die bekommt am 11. ist der Termin nächsten Monat, bekommt sie ein Mädchen. Ein Mädchen, das wissen wir alles. Junge hat sie schon, der ist jetzt letzten Monat ein Jahr geworden. Wünsche ich ihr nochmal alles gut und dass alles gut wird. Drücken wir von hier alle Daumen, das ist ganz klar. Ja, schönen Dank für euer Kommen, aber ihr gehört ja schon mit zum Inventar. Genau. Und ihr habt ja Freunde, Bekannte, hallo. Hallo, ich bin der Oliver aus Südbaden. Und ich mache es ganz pauschal, ich grüße ganz Südbaden, die alte Heimat. Alles klar, wunderbar, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten. Genau. Wünsche euch jetzt alle noch einen schönen Tag. Wir bleiben ja noch ein bisschen hier und ja, genießen das schöne Wetter und vor allen Dingen die Wellen hier am Strand von Maspaloma. Danke. Ja. So, ich mache gleich hier weiter, hallo. Hi. Mit wem spreche ich denn? Ingo. Der Ingo, wo kommt er her? Aus Bad Düben bei Leipzig. Bei Leipzig. Ich war schon vor 14 Tagen bei dir. Ja. Schönen Kalender geholt, alles. Gut. Ja, und jetzt ist die Zeit leider rum. Da muss ich mich jetzt verabschieden. Wann geht's nach Hause? Am Sonntag. Da werden wir ja noch vor dem Streik hinkommen, denke ich. Ja, das ist ja angekündigt und ja, mal sehen, was daraus wird. Naja, schauen wir. Aber wir sehen uns nächstes Mal. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank. Ja, ich habe auch zu danken für die Infos und auch für nochmal Herrn Sondermann. Alle schönen Dank sagen. Ja, Martin, unser Osteopath. Hat, da hatte ich nochmal ein Anliegen, alles wunderbar hingekriegt. Also, das ist ein großes Lob an den Martin und an die Sabine. Ja, die wunderbar, schönen Dank dafür. Ja, ich danke dir für deine Videos und wir bleiben in Verbindung. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ja, und ich bin jetzt gerade angesprochen worden. Wir kennen uns nicht, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Mit wem spreche ich denn? Du sprichst mit dem Hans. Hans und? Ja, und der Gemeinde Hans Brandt aus Lingen. Lingen aus dem Emsland. Und der gemeinsame Bekannte ist der Günther. Günther, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Du bist ja nicht alleine. Nein, ich bin die Renate. Ich und, komme auch aus Lingen. Und ja, ihr seid jetzt hierher und hast jetzt gesagt, ich soll einen schönen Gruß ausrichten.
Aber dann gibt es noch jemanden, den du grüßen möchtest. Ja, da möchte ich ganz besonders meine Frau grüßen. Nach meinem Kenntnisstand hat die heute Geburtstag und da wollen wir ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren und vor allen Dingen gute Besserung wünschen. Wir wünschen von dieser Stelle alles Gute, gute Besserung und dass wir uns vielleicht mal gesund und munter hier wiedersehen. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Grüße ausrichten. Noch jemand bei der Gelegenheit? Ja, ich grüße dann noch meine gesamte Laufgruppe. Laufen, richtig? Joggen, ja. Gut. Ich grüße meine Yoga-Gruppe und auch meine Laufgruppe. Gut, dann seid ihr sportlich unterwegs ja. Und das machen wir hier auch. Gut, vielen Dank, tschüss. So, und jetzt geht der Gruß zurück. Wir haben uns gerade unterhalten. Ja. Es war ja, erzähl mal ganz kurz, mit wem spreche ich denn? Also, ich bin der Rainer. Rainer, und du bist die? Kathi. Kathi. So, und du hast ja. Jetzt gesagt, ich gebe jetzt Grüße zurück. Ich gebe jetzt Grüße zurück an den Thomas und an den Ralf. Die haben mich im November gegrüßt. Ich war ja leider... Nicht dabei. Und... Ja. Und jetzt gibst du die Grüße zurück. Jetzt gebe ich die Grüße zurück. Und es ist wunderbares Wetter hier. Ja. Super toll. Ja, und du hast einen Kalender gekriegt und er den Gruß. Richtig. Ich habe den tatsächlich im den Kalender. Ja, wen möchtest du grüßen? Ich grüße meine Eltern in Sachsen, in Zwickau. Viele liebe Grüße. Viele liebe Grüße. Meine ganzen Anverwandten und Freunde in Zwickau, das wäre viel zu lang jetzt. Also alle, die dich kennen. Alle, die mich kennen und dann bei meinem Wohnort unsere lieben Nachbarn, die auf unsere Kaninchen aufpassen. Das ist meine Schwester. Und Nachbarn Christine, jetzt sind die Nachbarn, meine Schwester Ines und alle anderen. Und die Gabi aus unserem Dorf, die hat auch immer zu Kaninchen. Nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Kommen und fürs hier sein. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, ihr grüßt beide. Mit wem spreche ich denn? Ja, ich bin Ute. Ute und der? Winfried. Ja, ihr kommt aus der Cuxhavener Gegend. Und hast gerade die Wellen hier bewundert und angesprochen, schöne Wellen haben wir heute hier. Aber ihr seid ja nicht nur wegen den Wellen hier, sondern wegen der Sonne. Wo wohnt ihr hier, wenn ich fragen darf? Wir sind im Rio Gran Canaria. Gut, da habt ihr eine gute Adresse. Ja. Und da wird jetzt umgebaut und im neuen Glanz erscheint es dann in 6 Monaten. Im April, ja. Ab April soll umgebaut werden und dann kommt alles neu. Haben wir jetzt die genaue Aussage, dann wisst ihr alle Bescheid. Ja, und bei dieser Gelegenheit möchtet ihr jemanden grüßen. Wir grüßen alle Freunde, Bekannte, Verwandte, keine speziellen. Alle, die genau. Euch kennen. Ja, genau. Alle, dann gebe ich kennen. Die Grüße in den Norden Deutschlands weiter. Richtig. Ja, und freue mich, dass ihr hier seid, hier wart. Und dann, ja, wir sind ja noch ein bisschen hier. Wir können das alles ja noch ein bisschen genießen. Ja, das ist sehr schön. Schön hier, ne? Ja, sehr gut. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ja, und für euch ist es ja bald hier wieder zu Ende. Mit wem spreche ich denn? Ja, ich bin der Helmut. Helmut, wir kennen uns ja. Mich kennt man mit dem blauen T-Shirt hier. Und ich möchte mich auf diesem Wege verabschieden. Ich bin da mal kurz weg. Nur mal, wie lange denn? Ja, doch ein paar Monate. Okay, ja. Bin ich sehr traurig. Nur damit sich keiner Sorgen macht. Damit sich keiner Sorgen macht. Ja, sage ich Bescheid. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Produzierung deiner Videos. Ja, danke schön. Einen schönen Gruß an die Gemeinschaft von Hario. Und an alle, die im Kanal sind. Ja. Vielen lieben Dank und wir erwarten dich mit dem blauen T-Shirt. Ja, ja. Dankeschön, ja, tschüss. So, und jetzt bin ich überrascht worden. Hallo, guten Tag. Mit wem spreche ich denn? Ich bin die Claudia. Claudia und der Alex. Ja, Alex, genau. Wir haben uns ja gerade schon unterhalten und du sagst schöne Grüße vom Hotte. Ja, die Hotte und Susanne grüßen wir recht herzlich hier. Und da bin ich doch überrascht worden. Ja, aber die kommen ja auch bald wieder. Dauert nicht mehr so lange. Also an dieser Stelle Hotte und Susanne, liebe Grüße hier. Ihr kennt euch persönlich, nehme ich an. Ja, genau. Also ich kenne sie nicht. Du kennst sie nicht, aber das... Das macht ihn. Und er hat gesagt, du musst da hingehen zu dem zum Harry am Freitag am Leuchtturm. 16 Uhr. Schön, freut mich, dass es geklappt hat. Ja, Arbeitskollegen, das ist ja auch wie Familie. Ja. Man ist ja immer gerne zusammen. Ich bedanke mich fürs Kommen. Habt ihr sonst noch Grüße für irgendjemanden? Ja, dann grüßen dann noch die Kinder, ne? Die Kinder, Madeleine und Finn und Oma und Opa auf jeden Fall. Alles dabei. Dankeschön. Danke auch für die Grüße. Dankeschön. Ja. Tschüss. So, und die nächsten Grüße kommen aus Luxemburg. Hallo, mit wem spreche ich denn? Ich bin die Christiane aus Düdlingen. Und du hast gesagt, Grüße ausrichten. Grüße für René und Maisi und Melanie und Ferno aus Düdlingen. Und den ganzen Rest.
Den wir kennen. Harry kennt. Ja, vielen Dank fürs Dankeschön. Vorbeikommen, für die Grüße. Dankeschön. Und viel Spaß hier. Danke, bei dem herrlichen Wetter. Kann man nichts verkehrt machen. Nein. Super Wetter. Jawohl. Vielen Dankeschön. Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, Harry. Tschüss. Will doch nicht. Nee. So. Hallo, mit wem spreche ich denn? Hey, mit dem Sigi. Mit dem Sigi. Sigi, wir kennen uns schon länger, wir kennen uns aus dem Kanal, wir kennen uns vom Luki, wir kennen uns vom Leuchtturm. Richtig. Du gehörst schon mit zur Insel, mit deiner Frau natürlich. Hat gestern wieder Spaß gemacht, ja. Stimmt, sehr schön. Man lernt immer wieder neue Leute kennen und vor allem neue Sänger. Richtig. Dafür möchte ich mich auch bei dir bedanken. Wir haben hier durch dich sehr viele nette Bekanntschaften gemacht, wo wir auch nach dem Urlaub Beziehungen haben. Heute Abend treffen wir uns zum Beispiel mit zwei Pärchen, ja, die sich da Abend zusammengesetzt haben. Im Petro, im Tanzlokal, haben wir uns verabredet. Siehste, und so kommt man zusammen und kommt rum, ist nicht alleine, freut sich und hat miteinander Spaß. Übrigens, das Video vom Luki gestern, das kommt morgen früh. Ich sende das morgen früh. Ja. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ach, ganz viel. Alle. Ja. Weißt du, dass ich Uropa bin? Das haben wir gestern mitgekriegt, jawohl, in der Zeit. Richtig, mein Enkelchen, Selina, das ist die Mutter. Jawohl. Zum Uropa gemacht dann. Und ihr Lebensgefährte Dominik, dann möchte ich herzlich gratulieren. Dann möchte ich meine Tochter Sandra die Grüße geben. Grüße, und sie ist jetzt Oma. Ne? Ja. So wäre die Tochter zur Oma. So schnell geht es. So, mein Sohn Andreas. Dann soll ich dir noch schöne Grüße sagen von der Sandra und vom Nelio, die wir uns hier besucht haben vor 3 Wochen. Genau, die waren mit hier. Richtig. Ja. So, dann soll ich da schöne Grüße sagen. So, und dann möchte ich alle Grüße, die ich kenne, aber besonders die ganze Familie von meiner Lebensgefährtin, von der Inge. Tanja, Sandra, Corinna. Also Lisa, alle. Dann alle haben wir die Schwiegersöhne und alle Enkel von ihr. Und auch sie ist auch schon Großmutter, von dem Kleinen, das Kleine auch Grüße. Und wir sind demnächst wieder zu Hause mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Wann geht's zurück? Am Donnerstag, ne? Ja, so, und ich freue mich halt für mein Urenkelchen an den Arm zu haben. Das ist halt das lachende Auge. Ja, aber ihr kommt ja wieder. Ja, im Oktober sind wir nochmal hier und war jetzt knapp 2 Monate. Beim nächsten Mal hast du gesagt 3 Monate. Ja, stimmt. Okay. Habe ich mir gemerkt. Stimmt. Mach's gut, gute Reise. Wir sehen uns noch vorher. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Danke dir, ne? Tschüss. Tschüss. So, und jetzt geht's erstmal ganz, ganz hoch hinauf, und zwar auf unseren Leuchtturm. Also nochmal für die, es wird eine neue Kappe geben. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber es wird immer wieder gefragt. So, und jetzt geht's. Wohin geht's? Nach Thüringen geht's. Hallo, guten Tag. Mit wem spreche ich denn? Mit der Melle. Melle, ja, wir hatten ja gestern schon mal das Vergnügen und haben uns, ja, sehr gut unterhalten. Wir haben uns gestern getroffen beim Luki. Ich war, glaube ich, ganz nett, ja? Sehr zu empfehlen. Ja, sehr zu empfehlen. Total also, schön. Es war auf jeden Fall wieder hin. Wieder hin, es war lustig. Ja. Und ja, jetzt haben wir uns für hier verabredet und habe ich gesagt, ob ihr nicht, du und dein Lebensgefährte, ob ihr nicht kommen wollt. Der ist irgendwo im Hintergrund und nimmt auf. Okay, ja. wen grüßen wir denn alles? Also ganz besonders liebe Grüße an unsere Tochter Alia, die zu Hause ist. Und meine Wanderfreundin Bettina und ansonsten alle, die mich kennen. Familie Böden, und Freunde. Familie, Freunde, Bekannte, Nachbarn. Ja, und du, ihr seid jetzt nicht das erste Mal hier, ne, oder? Nein, ich bin schon das 7. Mal hier und mit meinem Freund das 5. Mal. Ja. Genau. Aber ihr kommt wieder. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist immer eine Reise wert. Ist immer eine Reise wert. Genau. Und ja, ich habe ja auch erfahren, du läufst sehr viel. Ja. Immer früh unterwegs am Strand. Genau. Das ist, ja, das ist auch der beste Sport am Morgen, ne? Genau. Und vor allen Dingen ist es schön ruhig, man kann es genießen, ganz alleine. Genau, es ist nicht voll. Und vor allen Dingen, wir haben früh nicht so viel Wind. Genau. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Kommen, fürs ganz einfach fürs Grüßen. Ja. Und wir sehen uns, wir gehen vielleicht dann noch auf ein Gläschen irgendwo hin. Das machen wir. Das machen vielen wir, ne? Dank für die schönen Videos. Alles klar. Dankeschön, danke auch. Tschüss. Alles klar. Wunderbar, eine richtig. So, und jetzt wissen wir auch ein bisschen mehr. Die Firma, die das macht, kommt aus Valencia, eine Spezialfirma. Die sind jetzt hier beauftragt und sollen hier für den richtigen fürs Oberstübchen sorgen. Also die Firma aus Valencia etwa einen Monat und die fangen jetzt auch die Tage an.
So, und wir. Nee, wir kennen uns schon ein Jahr, ne? Mit wem spreche ich denn? Ich bin der Thomas. Thomas, vor einem Jahr genau? Ja, ziemlich genau, Ende März. Genau. Bist du immer hier und ja, schönes Wetter? Ja, natürlich, klar. Wir haben uns schon gerade ein bisschen unterhalten, du hast das Treiben hier alles miterlebt. Thomas, möchtest du jemanden grüßen? Ja, natürlich. Meine Mutter möchte ich grüßen, die aus Alters- und Gesundheitsgründen und wegen der vielen Erinnerungen mit ihrem Partner leider nicht mehr nach Gran Canaria reisen. Schaut sie YouTube? Ich zeig's ihr regelmäßig. Das ist schön, das freut mich. Und sonst noch jemand? Meine Geschwister natürlich, die sich jetzt um meine Mutter kümmern, während ich hier bin. Den Steffen, der sonst meistens mitkommt, diesmal aber im Regen leider zu Hause geblieben ist. Und den Axel, den Friedhelm und den Bernd natürlich ganz besonders, der gestern einen sehr schwarzen Tag hatte. Einen schwarzen Tag? Ja, einen sehr schwarzen Tag. Ja gut, das sind so Sachen. Und sonst alle anderen, die mich kennen. Alles klar, die Grüße geben wir weiter. Mach's gut, lieben Grüß an deine Mutti. Ja. Und schöne Grüße von uns hier, von alle aus genau. Dem Kanal. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. So, und das Beste kommt zum Schluss. Jo. Da sind doch noch zwei, die du grüßen wolltest. Richtig, meine andere Enkelchen, das Jana und ihr Lebensgefährte Janik und meine kleine süße Mausenkelchen, das Lara. Bei so vielen Familienmitgliedern, da kann das schon mal passieren. Jo. Aber es passiert ja nichts. Aber ich vermisse alle gar und bin froh, wenn ich nochmal bei einer bin. Alles klar. Dankeschön. Ja. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ja, dann muss ich mich doch einfach nochmal melden. Wir hatten jetzt ja hier ein kleines Meeting noch am Faro. Nein, nicht am Faro direkt, sondern hier hinter mir im El Senador. Und bevor wir jetzt aufbrechen, dann habe ich gesagt, so jetzt Sonnenuntergang ist jetzt nicht der hundertprozentige. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich jetzt erstmal bedanken für alle, die heute hier waren bei dem Wetter. Es war ja ziemlich warm. Und es war lustig, es war informativ und ich habe mich riesig gefreut für alle, die jetzt sich die Mühe gemacht haben, dann auch hierher zu kommen. Und jetzt zeige ich euch nochmal hier die Abendstimmung. Und wir sitzen da vorne, irgendwo da vorne, hier links und genießen den Abend mit Freunden. Ja, und sage ich jetzt einfach hasta luego, macht's gut, ein schönes Wochenende, bis demnächst in diesem Kanal und ja, bis morgen zum aktuellen Wetter.